Hallo Yoga-Freunde, ich gebe euch jetzt ein kleines Video zum Mitmachen mit dem Thema Gleichgewicht im Stehen, die verschiedensten Möglichkeiten, dynamisch, schon auch kraftvoll. Okay, ich beginne damit, den Körper ein bisschen zu berühren, zu ertasten und so ein Warm-up. Ihr geht mit den Händen hinten an den Rücken, spürt mal die Hände hinten am Rücken und dann geht ihr die Beine hinten runter und vorne innen hoch und dann geht ihr nach hinten den Umweg über die Achsel, dann gehst du über den Kopf, die Stirn, die Nase, die Lippen, den Hals, das Brustbein bis unterhalb des Bauchnabels und dann nach hinten, hinten runter. Vorne innen hoch, nach hinten den Umweg und wieder über diese Mittellinie. Hinten runter, vorne innen hoch. Geh in Kontakt, das kannst du in die verschiedenen Geschwindigkeiten bringen. Schneller und auch langsam innen hoch, wirklich nach innen, über die Leiste, nach hinten, so weit hoch, wie deine Schultern es zulassen, den Umweg über die Achse, nach hinten zur Wirbelsäule, die Wirbelsäule hinten hoch, über den Scheitel, die Stirn, die Nase, Lippen, Kinn, Hals, Brustbein, Bauch, Bauchnabel nach hinten, hinten runter. Und hoch, den Umweg. So, dass du mal einerseits von den Händen spürst, dass du über den Körper gehst. Und dann auch mal vom Körper aus spüren, dass da Hände drüber gehen. Und du landest in der Mitte, ob von unten oder von oben. Als Mann lege ich die linke, als Frau die rechte drauf und die andere Hand da drauf. Lass die Knie locker. Schließt kurz die Augen und geht mal in Kontakt. Lass die Knie locker, in den Kontakt zum Boden. Einfach mal spüren, ob den Händen. Und mal tief ein- und ausatmen. Dann lass die Hände einfach los. Und jetzt das Ganze für den Raum. Einmal von der Seite. Ich beginne, ohne mich zu berühren, gehe ich mit den Händen hoch. Und meinen großen Bogen. Ich gehe wieder nach hinten und dann lasse ich los. Meinen großen Bogen oben und locker lassen. Genau das Gleiche, du kannst es wieder in die verschiedenen Geschwindigkeiten bringen. Einfach damit beschäftigen, vielleicht auch einfach mal gucken erstmal. Locker lassen. Achtet darauf, dass der Kopf als oberstes bleibt, dass du seitwärts hoch gehst, weit nach hinten, weit nach vorne, nach hinten, locker. Achte ein bisschen auf deine Knie, wenn du die Beine einknickst, dass du die Knie nicht so nach innen machst, sondern dass die Knie zum zweiten Zeh hin bleiben. Einen großen Bogen und locker lassen. Ja. Kann das Ganze, wie gesagt, langsam oder schnell machen. Je nachdem, was man erreichen möchte. Schön
locker und locker. Und das Gleiche, schön die Beine locker lassen, die Augen kurz schließen und sich mal wahrnehmen. Bisschen tiefer atmen. Okay. Die Füße zusammen. Die Hände, Handflächen bleiben vorne. Du hebst die Arme nach oben, siehst die Hände, drehst die Hände zueinander, gehst mit den Ellenbogen auseinander und bringst die Handflächen ungefähr so bis zum Schambein und lässt dann die Hände los. Nicht werfen, sondern einfach nur loslassen. Die Arme heben, zueinander drehen, Ellenbogen und locker. Das Ganze verbunden mit dem Atem. Tief ein, versucht die Hände in den Augenwinkel zu sehen, zueinander drehen und aus. Tief ein, tief aus, loslassen, ein, zueinander drehen, aus, locker, ein, stellst in dem Fall meinen rechten Fuß und zur Seite etwas breiter und meine rechte Hand ist hinten. Du streckst in die Arme, schiebst die Hüften nach links und gehst nach rechts. Lass den Rücken gerade, versuch die Hüften rüber zu schieben. Tief ein, tief ausatmen, tief atmen und loslassen. Dein rechter Fuß geht an den linken. Die Handflächen sind beieinander. Du drehst die Hände einmal aneinander, zweimal und deine linke Hand ist dadurch hinten. Beschäftige dich einfach mal mit diesem Drehen aneinander. Rechte, linke. Ist hinten. Du gehst nach links und versuchst die Fersen zu heben. Atme ein bisschen tiefer, zieh den Bauch ein und lass dich etwas weiter sinken. Dann heb dich nach oben, dreh die Hände einmal aneinander und ausatmen. Locker lassen. Den linken Fuß zur Seite ein. Die linke Hand schiebt die Hüften nach rechts und du gehst nach links. Der Oberkörper geht nach links, versucht den Rücken zu strecken, versucht hier in der Hüfte die Dehnung wahrzunehmen. Atmen, atmen und locker lassen. Der linke Fuß geht ran. Die Hände wieder einmal, zweimal drehen. Die rechte ist hinten und hier nach rechts. Dann hier die Fersen. Atme, zieh den Bauch ein bisschen ein. Schön strecken in den Armen. Heben. Einmal drehen. Aus. Tief ein. Zueinander drehen. Aus. Locker lassen. Neutraler Stand, das heißt, die Füße sind unter den Hüften. Die Hände sind auf die Handgelenke auf Schulterhöhe und die Hände, die Handrücken zueinander, zu dir gezogen. Du hebst leicht die Fersen und knickst die Beine ein und streckst die Beine bis in die Zehen. Knickst die Beine ein, streckst die Beine bis zu den Zehen. Wenn du die Beine einknickst, versuch die Beine nur so weit einzuknicken, dass du nicht nach vorne musst,
sondern dass du einfach nur die Beine einknickst. Das kann so weit sein, so, wie weit auch immer. Nicht loslassen, sondern nur bis hier und strecken. Einknicken, strecken. Einknicken, strecken. Achte darauf, dass deine Finger, deine Hände einigermaßen locker sind, nicht sich irgendwo festhalten. Einfach nur einknicken und strecken. Einknicken und strecken. So. Dann knickt die Beine ein bisschen ein. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Nicht loslassen. Dann setzt die Fingerspitzen auf. Nicht die Handflächen. Versucht die Fingerspitzen aufzusetzen. Leg so ein bisschen Gewicht auf die Finger und heb dein Gesicht. Deine Beine sind nicht so wichtig, wie gestreckt die sind. Versucht die Fingerspitzen, die Fersen zu heben und zu atmen. Leichten Druck auf die Finger und dann versuch mehr und mehr die Beine zu strecken, aber nicht auf Kosten der Fersen, sondern nur versuchen, die Fersen gehoben zu halten und die Beine zu strecken. Atmen, den Bauch ein bisschen einziehen, locker lassen. Das kann auch so aussehen, kann auch die Arme, was auch immer. Es ist nicht wichtig, wie hoch du kommst, sondern dass du die Fersen hebst und mit den Fingerspitzen. Dann setzt die Fersen auf, die Hände oberhalb der Knie auf die Beine und die Arme strecken. Du streckst die Arme und legst deinen Oberkörper auf die Beine. Dann lass deine Beine sich strecken, bis du merkst, dass du Spannung in den Kniekehlen hast. Und dann schieb die Knie wieder ein bisschen nach vorne, so einen Hauch nach vorne, sodass die Spannung weggeht. Atmen, versuch den Rücken ein bisschen zu strecken, ne, den Rücken zu strecken und dann lass die Arme gestreckt und versuch die Beine einzuknicken. Die Beine, die Arme bleiben gestreckt und du knickst die Beine ein. Dann lass locker. Atme. Schön locker lassen. Nimm die Hände nach oben und dann heb dich in die Streckung und absenken. Tief ein, tief aus, lass die Füße in neutral und zieh den Bauch mal ein bisschen ein. Lass den Bauch eingezogen, atme ein, heb die Arme. Dreh die Hände zueinander und aus und locker lassen. Ein, zueinander, aus, locker. Okay. Schieb dich ganz auf deinen rechten Fuß. Drück mit dem rechten Fuß in den Boden und schieb dich auf deinen linken Fuß, streck in den rechten, drück mit dem linken Fuß in den Boden und rechts Druck in den Boden, links drücken. Versuch die Stabilität wahrzunehmen, drücken. Links. Gar nicht so sehr diese Freiheit, sondern mehr die Stabilität. Druck. 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 Okay. Dann bleib
Schön diesen Fuß in den Boden, den anderen gestreckt. Das Gewicht auf den anderen Fuß in den Fuß strecken. Beide Füße verlängern, beide Beine verlängern. Okay, so. Lass uns jetzt ein ganz bisschen dynamischer werden. Du gehst breit. Und wir arbeiten jetzt ein bisschen an den Beinen. Du streckst das eine Bein, das andere knickst du ein. Du bleibst mit den Hüften auf einer Höhe und streckst das andere Bein. Geh so ein paar Mal hin und her. Einfach hin und her. Jetzt konzentriere dich auf das Standbein. Drück den Fuß in den Boden und versuch den anderen Fuß mal ranzuziehen. Lass das Standbein eingeknickt. Streck. Schieb dich rüber. Drück mit dem Fuß in den Boden. Und zieh das an den anderen Fuß ran. Strecken, rüber, ran. Strecken, rüber, ran ziehen. Gut, nächster Schritt: ranziehen und die Ferse hochziehen. Ausstrecken, rüberschieben, ranziehen, Ferse. Und rüber, ran, Ferse, das Knie heben. Nächster Schritt. Lass das Standbein eingeknickt, runter, rüber, sich rüberschieben, den Fuß ranziehen, die Ferse ranziehen, das Knie heben und ausstrecken. Eindrehen, ausdrehen. Nächster Schritt. Ranziehen, Ferse, Knie, eindrehen, ausdrehen, ein, aus und rüber. Andere Seite. Ran, Ferse, Knie, rein, rausdrehen, eindrehen, ausdrehen und rüber. Ran. Ferse, Knie, das Bein strecken. Nächster Schritt. Ran. Ferse, Knie, strecken. Und ranziehen. Ferse, Knie, strecken. Und ran. Ferse, Knie, strecken. Okay, so, die Arme dazu. Du hebst die Handgelenke, du senkst die Handgelenke. Versuch nicht die Arme zu heben, die Hände zu heben. Also nicht die Hände zu heben, sondern die Handgelenke. Und die Handgelenke nach unten zu bewegen. Das heißt, die ganze Bewegung kommt von hier, vom Handgelenk. Heben und senken. Und heben und senken. So. Du ziehst den Fuß ran, hoch, Knie hoch. Und rüber. Ran, Ferse, Knie strecken und rüber. Das Ganze kann auch schnell gehen. Und rüber. Hoch, rüber, hoch, hoch, rüber, hoch, rüber. Nimm dir so viel Zeit, ob du erstmal am Anfang nur das Ranziehen machst oder ob du auch die Ferse hochnimmst, dabei das Knie, das Eindrehen, das Hochnehmen, das Bein strecken, die Arme heben. Nimm dir die Zeit, dass du noch einigermaßen gut atmen kannst
und dass die Bewegung klar wird. So, der nächste Schritt wird sein, du nimmst das und setzt den Fuß so hoch wie möglich an die Leiste. Das heißt, setz ihn nicht ans Knie. Tu dir selber einen Gefallen, du drückst damit das Knie nach außen, das Außenband, das Knie wird es über die Zeit nicht toll finden. Versuch die Ferse so weit wie möglich in den Adduktor, in diesen Muskel hier im Innenbein zu pointen. Du drückst quasi mit der Ferse in den Bauch des Muskels hinein und gleichzeitig streckst du dein Standbein. Halt den Fuß ruhig auch fest dabei, bis es einigermaßen sicher ist. Wenn du ihn loslassen kannst, dann kannst du so stehen, kannst den Blick schweifen lassen, kannst dann aber auch in die Handlung kommen, die Hände falten, die Hände ausstrecken, die Hände nach oben, was auch immer, ne, was auch immer baummäßig du gleichgewichtsmäßig hinbekommst und atme. Den Wechsel geht dreimal hin und her. Eins, zwei und drei und die andere Seite. Genau, der wackelige Baum. Schön in die in den Adduktor. Vielleicht festhalten, atmen. Schau, dass du dir keinen Punkt suchst im Raum, sondern versuch, dich zu verwurzeln. Vielleicht das Bein eingeknickt und so den anderen Fuß festhaltend, wirklich zu drücken. Und versuch, in deiner Mitte dich zu stabilisieren. So ein bisschen nach innen ziehen, atmen. Versucht euch keinen Punkt im Raum zu suchen. Damit sorgst du das immer auf. Und wenn dir einer den Punkt wegnimmt, ist das mit dem Gleichgewicht vorbei. Gleiches Spiel. Was auch immer. Atmen, tief ein, tief aus. Okay. Lösen. Tief ein, tief aus. Ein, tief aus. Stell die Füße beieinander. Beschäftige dich ein wenig mit dem Bauch. Du ziehst sanft den Bauch ein. Nicht den Brustkorb nach oben, sondern den Bauch nach innen und nach unten. Und lässt ihn locker. Einziehen, locker lassen. Stell dir vor, du würdest von unten am Bauchnabel ziehen und ihn einziehen und locker lassen. Einziehen und locker lassen. Einziehen und locker lassen. So, der nächste Schritt ist, du beschäftigst dich mit dem Damm, leg die Hände auf das Becken, nicht in die Taille, sondern auf das Becken, die Daumen nach hinten, lass die Handgelenke los, lass die Schultern los. Zieh mal deinen Beckenboden zusammen. Wenn du deinen Beckenboden zusammenziehst, versuch nicht die Gesäßbacken zusammenzuziehen, sondern nur innen die Muskulatur zusammenzuziehen. Einziehen, locker lassen. Einziehen, locker lassen. Zieh so den Beckenboden zusammen und lass ihn locker. Es gibt noch viele verschiedene Möglichkeiten, die Zunge zu betätigen. Die Zunge hat Verbindungstendenzen zwischen Kanälen, die wir im Körper haben, Nadis genannt. Da wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen, das würde ich lieber persönlich dann. Du ziehst den Beckenboden zusammen und lässt ihn locker. Zusammenziehen, locker lassen. So, jetzt zieh mal den Beckenboden zusammen und dann zieh den Bauch noch nach innen und dann lässt du das Ganze wieder locker.
Beckenboden zusammenziehen, den Bauch nach innen ziehen und locker lassen. Beckenboden, locker. Beckenboden zusammenziehen, Bauch und locker lassen. Okay, so, jetzt verbinden wir das mit dem Atem, die Füße neutral. Mit dem Einatmen oder vor dem Einatmen ziehst du sanft den Bauch ein. Die Handflächen bleiben die ganze Zeit vorne und wir nutzen die Hände als Schalter. Klack. Also als wenn du so einen Schalter betätigst und diese Bewegung zieht den Beckenboden zusammen. Beckenboden aus, der Bauch zieht sich nach innen bis zum Schambein und locker lassen. Ein. Beckenboden aus, Bauch ein, Beckenboden aus, Bauch. Beim Vorbeigehen der Hände ziehst du den Bauch sanft nach innen und du gehst relativ nah am Körper vorbei. Lässt dann die Hände locker. Ne? Tief ein, Beckenboden aus, Bauch. Locker lassen. Leg die Hände nochmal als Mann die linke, als Frau die rechte und die andere da drauf. Lass die Knie locker. Spür mal, geh in Kontakt zu deinem Bauch mit den Händen. Spür mal, dass da Hände auf dem Bauch liegen, dass die Knie locker sein können. Wenn du soweit bist, schließ einfach mal die Augen. Und spür mit den Händen, dass dein Bauch drunter ist. Ganz in Kontakt bist, lass die Hände einfach los. Lass die Hände einfach, die Arme einfach locker hängen. Geht mal in Kontakt zum Boden. Geht mal dorthin mit dem Bewusstsein, wo ihr den Boden berührt. Und wir gehen jetzt mit dem Geist durch den Körper und es ist nicht wichtig, ob du wirklich alles wahrnehmen kannst. Aber immer wenn du merkst, du bist gerade woanders, du bist deinen Gedanken woanders, du bist woanders im Körper, es juckt irgendwo oder was auch immer, geh wieder zurück dorthin, wo wir gerade sind, wo ich gerade bin. Das Einzige, was es zu beachten gibt, versuch mal keine willentlichen Bewegungen, das heißt, wenn es irgendwo juckt, bitte nicht kratzen. Wenn du irgendwie zuckst, das ist alles kein Problem, aber versuch nirgendwo willentlich hinzugehen. Lass die Arme einfach locker. Knie locker, die Schultern locker, deine Füße, das Bewusstsein der Fußgelenke, Unterschenkel, Knie, die Oberschenkel und die Hüften und den Kontakt zum Boden. Dann die Hände. Den Kontakt zum Raum um die Hände herum. Die Handgelenke. Die Unterarme. Die Ellbogen. Die Oberarme. Und die Schultern. Kontakt zum Raum, um die Hände, um die Arme. Mit dem Bewusstsein mal ins Becken, an den untersten Punkt vom Becken und den Kontakt zum Boden. Das Bewusstsein vom Beckenboden. Und
den Beckenraum, den Bauchraum, diesen Übergang Bauchraum, Brustraum, den Engpass, das Zwerchfell, den Raum im Brustkorb, den Übergang zwischen Brustkorb und Hals, diesen Plexus, diesen Engpass, die Kehle, den Raum im Hals und den Raum im Kopf. Diesen ganzen Raum im Körper, das Bewusstsein von dem Raum im Körper als Ganzes. Und dann den Körper als Ganzes. Den ganzen Körper auf einmal. Den ganzen Körper. Und den obersten Punkt vom Körper, wo das auch immer für dich ist. Den obersten Punkt vom Körper. Den Nacken. Den untersten Punkt vom Nacken. Und von dort aus geh mal mit dem Bewusstsein in den Kontakt zum Raum vor dir. Auf einer Seite neben dir und den Raum hinter dir, den Raum auf der anderen Seite, den Raum unter dir und den Raum über dir. Das Bewusstsein von diesem Raum um dich herum als Ganzes, den ganzen Raum auf einmal, den Raum um dich herum als Ganzes. Und irgendwo in diesem Raum den Körper und den Raum im Körper und dann den Atem. Der Atem, der im Moment gerade ist. Der Körper atmet und du machst dir das bewusst. Der Atem kommt und geht und du machst dir einfach nur den Atem bewusst. Atembewusstsein, keine Atemkontrolle, einfach nur das Bewusstsein für den Atem, das Kommen und Gehen des Atems. Und der Atem bewegt den Körper, was bewegt er? Mach dir mal die Bewegung im Körper bewusst, ausgelöst durch den Atem. Bewegungen im Körper ausgelöst durch den Atem. Und jetzt geh mit dem Bewusstsein mal in die Nase, in diesen kleinen Raum innerhalb der Nase und beobachte den Atem mal dort. Der Atem kommt und geht und du beobachtest den Atem, aber nur in dem kleinen Raum innerhalb der Nase. Das Kommen und Gehen des Atems beobachten, des kleinen Raum innerhalb der Nase. Und dann geh mit dem Bewusstsein mal hinter die Stirn. Das Bewusstsein hinter der Stirn. Vielleicht samt in der Dunkelheit, aber vielleicht auch Lichter, Farben, Blitze. Dem Bewusstsein hinter der Stirn. Das Bewusstsein hinter der Stirn. Und auch davon löst dich, jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr, das Bewusstsein von dir als Ganzes, was das auch immer sein mag. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Und mit dem Bewusstsein öffne mal sanft deine Augen. Du willst gar nicht sehen, sondern dich einfach nur wahrnehmen, dich als Ganzes, nur mit geöffneten Augen. Dann beginn wirklich ein- und auszuatmen. Beweg die Finger, die Füße, die Zehen, die Arme, die Beine. Dann geh mal kurz zum Knien
und bring vielleicht die Stirn auf den Boden. Und dann komm zum Sitzen, vielleicht auf den Fersen, vielleicht im Schneidersitz. Das, was einigermaßen bequem geht, und bring nur die Handflächen ineinander. Lass die Finger sanft aufgefächert, also nicht die Finger zusammen, und spür einfach mal diesen Kontakt zwischen den beiden Händen. Diese Berührung der beiden Händen, vielleicht die Temperatur, die Konsistenz, das Bewusstsein von dieser Berührung zwischen den beiden Händen. Die Hände auf die Beine. Und dann habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag noch. Viel Spaß damit. Tschüss.